sich Wissen anzueignen. Ihr könnt zum Beispiel Dokumentationen schauen, auf verschiedenen Sendern, online oder wo ihr das findet. Oder auch, ihr könnt lesen oder Hörbücher hören. Es gibt aktuell auch sehr viele Aktionen von den Büchereien Wien, online sich Bücher auszuborgen oder von Blinkist, Hörbücher und kostenlos. Hallo liebe Sius, ich hoffe, dass es euch in dieser Zeit gut geht. Da ich viel Zeit zu Hause verbringe, habe ich mir überlegt, außer dem Lernen etwas Neues zu machen. Und bin ich auf die Idee gekommen, ein neues Instrument zu spielen. Tada! Hallo Leute, ich habe gehört, wir alle brauchen mal ein paar Tipps, was wir zu Hause alles machen können. Und zwar ich in meiner Freizeit spiele meine Gitarre, ich spiele neue Songs, die ich lernen kann. Ich spiele alles, was ich einfach machen kann oder versuche, was Neues zu lernen auf meiner Gitarre. Liebe Leute, zu Hause bleiben Woche 2, hier bricht langsam der Wahnsinn aus. Ich beschäftige mich mit Dingen, die so groß sind wie ein abgeschnittener Fingernagel. Um sie anzumalen und auf dieses Auto zu kleben. Wow. Hallo liebe Sius! Da ich jetzt schon sehr viel Zeit zu Hause verbringe und schon fast all meine Aufgaben erledigt habe, dachte ich mir, mache ich etwas, was ich schon so lange vorhatte, und es war endlich alle Fotos, die ich besitze, in ein Fotoalbum zu kleben. Und ich kann es euch auch nur empfehlen. Hallo liebe Sius! Ihr habt wahrscheinlich auch viel Zeit zu Hause und ich nutze die Zeit, um ein bisschen mehr zu backen. Das freut nicht nur mich, sondern auch meine Familie. Heute habe ich zum Beispiel Brownies gebacken. Ihr Lieben, was kann man zu Hause Besseres machen außer essen? Heute koche ich Nudeln mit Spinatencreme. Heute machen wir Nudeln mit Spinatencreme. Dafür braucht man Knoblauch, Cremespinat, Sauerrahm, Olivenöl, Salz und Pfeffer. Und Nudeln. Mit Tomatenmark. Hi Leute, hier ist wieder mal die Bi und ich habe einen Tipp für euch, das vielleicht helfen könnte, euren Tag zu bewältigen. Und das ist, eine Routine beizubehalten. Ob das jetzt die Arbeit betrifft oder in dem Fall die Schule. Schaut vielleicht darauf, dass ihr tagtäglich oder wöchentlich eine Struktur und ein bisschen Organisation in euer Leben einbringt, damit ihr Abwechslung zwischen Schulaufgaben, Arbeit und eben Spaß habt. Hallo liebe Sius! Hashtag ich bleib zu Hause. Hoffe, es geht euch gut und hoffe to see you soon.